Hallo und herzlich willkommen zum ersten Newsflash im neuen Jahr. Diesen Januar hatten wir endlich mal wieder die Möglichkeit, selbst mit in die Politik einzugreifen. Die Niedersachsen steigerten ihre Wahlbeteiligung um 2% auf 59,4%. Und auch die Göttinger Studierenden nutzten ihre Stimme und überschritten zum ersten Mal die 30%-Hürde. Nun aber zu den Ergebnissen. Nach dem denkbar knappen rot-grünen Sieg bei der Landtagswahl am 20. Januar sind die Tage der Studiengebühren gezählt. Allerdings ist eine Abschaffung frühestens zum Wintersemester 2014 15 in Sicht. Schon am 19. Februar wird sich der SPD-Spitzenkandidat Stefan Weil in der konstituierenden Sitzung des Landtages als niedersächsischer Ministerpräsident zur Wahl stellen. Ergebnisse der Stupawahl. Aufgrund der Verluste bei der JUSO-Hochschulgruppe und dem schwachen Abschneiden der Basisdemokraten ist die linke Mehrheit dahin. Die ADF wurde mit 17 Sitzen wieder größte Fraktion, allerdings ohne Zugewinne. Die Bildung eines Asters wird aufgrund der Zersplitterung und der politischen Differenzen schwierig werden. An der ADF wird man dabei nur schwer vorbeikommen. Der RCDS gab sich in erster Reaktion nach der Wahl zuversichtlich, in eine Koalition mit der ADF eintreten zu können. Die JUSOs dagegen gaben sich zurückhaltender. In beiden Fällen bräuchte man aber noch einen dritten Koalitionspartner. Die Sitze von ADF und Grüner Hochschulgruppe würden für eine Mehrheit ausreichen, doch die Grünen gaben sich skeptisch aufgrund der politischen Differenzen. Eine entscheidende Rolle könnten auch die unabhängigen Mediziner spielen, die mit ihren vier Sitzen erstmalig im Stupa vertreten sind. Urabstimmungen. Zur Abstimmung standen das Bus, das Kultur- und das Bahnticket. Das Busticket wurde mit nur 46,3 Prozent Zustimmung knapp abgelehnt, das Kulturticket mit 53,3 Prozent knapp bestätigt und das Bahnticket wurde wie immer mit überwältigender Mehrheit und zwar 81,7 Prozent angenommen. Wenn ihr euch noch näher informieren wollt, schaut doch mal auf die Seiten von Monsters auf Göttingen oder auf unserem Blog. Wie immer wollen wir euch auch dieses Mal wieder einen kleinen Ausblick auf künftige Veranstaltungen geben. Zum Beispiel das chinesische Frühlingsfest am 2. Februar. Hier lädt der Verein der chinesischen Studenten und Wissenschaftler Göttingen sowie der chinesische Kulturverein Göttingen zum Frühlingsfest ein. Gefeiert, gegessen und getanzt wird in der Aula im Waldweg 26 ab 19.30 Uhr. Ab 20 Uhr zeigen verschiedene Gruppen ihr Können in einem bunten Abendprogramm. Sportlerehrung. Am 7. Februar werden die erfolgreichsten Göttinger Sportlerinnen und Sportler in einer gemeinsamen Veranstaltung von Universität und Stadt geehrt. Neben blinkenden Goldmedaillen wird auch ein Unterhaltungsprogramm der Hochschulsportgruppen und Göttinger Vereine präsentiert. Die öffentliche Feier beginnt um 19 Uhr in der Spielhalle des Sportzentrums am Sprangerweg. Wenn ihr spannende Veranstaltungen, Vorträge oder ähnliches wisst, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail oder meldet euch bei uns über Facebook und wir berichten dann darüber. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg in der Klausurenphase und wir sehen uns beim nächsten Newsflash.